Yeah, Rock'n'Roll. Hallo und herzlich willkommen zu meiner nächsten Runde der Gastreplays von World of Tanks. Ich bin Sonossi und kommentiere heute von Legi, dem Mentor der Panzerfahrschule aus dem Clan Depak, den Fury, den 9T6er Medium Premium der Amis. So rum, jetzt haben wir es aber, Gottes Willen. Also, wir befinden uns auf der Siegfriedlinie im Angriffsgefecht. T8 Top Tier, ne? Das ist ein T6er Medium. Ja, gucken wir mal. Also man sieht, wir gucken uns einmal die Knifte an. Das ist ja der ganz normale E8 Sherman mit 128 Penetration. Muss ich mal gucken, habe ich mich jetzt geguckt. 128 Penetration und 115 Schaden. Also macht nicht wirklich viel. Schießt alle 2,78 Sekunden. Und ja, gucken wir mal. Gestern nagelneu hat er mir gestern noch zugeschickt. Deswegen heute kommentiert. Und ja, gucken wir mal. Gestern hatte ich irgendwie so, weiß nicht, so keine Lust zu gar nichts. Muss auch mal sein. So wie die letzten Tage irgendwie auch schon. Deswegen, ich habe auch nicht wirklich viele Replays geguckt in der letzten Zeit, weil ich einfach auf, ja, irgendwie, nö, Freizeit haben wollte. So, konzentrieren wir uns mal auf das Match. Also, ja, der Fury ist schon ein schickes Ding. Was ziemlich cool ist bei dem Teil, ich löse mal eben die Kamera, ist hier vorne diese Gasmaske. Ja, da. Vorne auf der rechten Seite, geil, ne? So, da gucken wir mal. Also, Angriffsgefecht auf der Siegfriedlinie. Also ich spiele diesen Modus auch sehr gerne, muss ich sagen. Viele mögen den ja nicht. Ich finde den gut. Gut, kommen wir einmal kurz zum Fury. Das ist im Endeffekt, ja, eigentlich nicht wirklich ein großer Unterschied zu dem E8, also zu dem anderen T6er Sherman. Die Gun ist ungefähr die gleiche. Also nicht wirklich sehr genau. Macht nicht wirklich viel Schaden und wie man sieht, trifft gar nichts. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der ging voll jetzt durch aber. Ihre Panzerung. So, schön vorgehalten, wie man das so lernt. Der fährt aber auch wirklich hardcore einfach weiter. Da gibt's echt nichts. Angry Woman gleich Fury, ja genau. Ja, was bleibt sonst zu sagen? Also der Motor von dem Fury ist ein bisschen schlechter als der Top-Motor von dem Sherman. Und Sichtweite ist, glaube ich, gleich. Allerdings dreht er, glaube ich, ein bisschen langsamer, der Turm. Und ja, muss man mal gucken. Ich habe den gestern auch mal gefahren, also Bounce tut er gar nichts. Also da schießen die alle durch, egal wie man da irgendwie steht halt. Also bei mir ist da nichts abgeprallt. Er ist relativ fix unterwegs, fährt auch seine 40, 45 Klamotten halt. Ist halt ein schöner Unterstützungspanzer halt. Ne? So relativ, dreht sich relativ schnell um die eigene Achse, so links, rechts. Kritischer Treffer. Ja, genau. Cheffi in die Seite, kritischer Treffer. Da hat man dann wieder richtig Spaß dabei. So, der Cheffi nimmt jetzt erstmal die Arti raus. Das muss wehtun. Das ist unglaublich, da triffst du zweimal. Ja. Und machst keinen Schaden an dem Ding an der Seite. Naja gut, kommt auch mal mit vor. So, mittlerweile 500 Schaden, steht 5 zu 5. Ja. Das Problem ist halt, im 6er, im 8er Gefecht machst du mit dem Tank nicht so wirklich viel. Aber es sieht natürlich geil aus, allein dieses Fury vorne auf dem Kanonenrohr drauf halt, ne? Es ist ja schon so ein bisschen, ja, schaut ganz cool aus. Ja, ein Problem so im T8er Gefecht ist, naja, er kommt halt nicht wirklich überall viel durch. Hat eine geile Gun-Depression, also die ist wirklich toll. Allerdings, naja, das Problem ist irgendwie, dass die Kugeln, da laufe ich ja schneller. So, da gucken wir mal weiter. 5 zu 6. Hinten GW Tiger. Mal gucken, ob es der LMAX schafft. Ekel AMC. So, KV3. Da kommt eine IS-6. Ich weiß gar nicht, da brauchst du, glaube ich, gar nicht draufschießen mit der Standardknifte. Das wäre natürlich cool jetzt, ne? So mit dem Fury dann mal eben mit HE so die restlichen 4 HP von KV3 weggesmackt. So muss das dann, hätte das sein müssen. So, da ist ein IS mit Stockturm. Ja, kommt doch gerade nicht irgendwo ran. Also wie gesagt, man kann mit dem Panzer, man kann nicht drauf pushen. Das funktioniert nicht, weil die schießen alle durch. Also selbst C5-Panzer, das ist also gefühlt, macht da alles Schaden. Der ging nicht durch. Wir haben sie nicht mal angekratzt. So, ich bin jetzt einfach mal gespannt, wann dem guten Legi der Arschplatz in der APCR umlädt. Weil irgendwann ist dann auch echt genug, ey. Wir haben sie nicht mal, ne, wenn du da überhaupt nirgends durchkommst. Ja, warum den Fury? Wie gesagt, der ist halt wirklich nagelneu. Ich wollte ihn gleich mal zeigen. Hat sich halt angeboten, den gleich mal zu zeigen. Steht 7 zu 9 mittlerweile. Sieht nicht so gut aus. So, der Tiger macht noch ein bisschen was. So, da haben wir noch T34. IS-6. Eieiei. Ja, genau. Da haben wir jetzt das gute Arschplatzen, sprich APCR umgeladen. Ja, so wird das auch sein.
So, und jetzt drauf pushen auf den T-34. Komm, machen weg. Genau, so. So muss das sein, ne? Mit dem 6er Medium mal eben einfach mal ganz kurz und schmerzlos ein 8er Heavy ausgeschaltet. So. Mal sehen, ob jetzt die IS-6 auch noch folgen wird. Man muss auch ein bisschen gucken, dass er hier von den anderen keine geknispelt kriegt. So. Da ist die IS-6 auch noch weg. Wunderbar. Also wie gesagt, man kann wirklich nur so abstauben oder halt an der Seite ein bisschen mitnerven. Also wirklich alleine irgendwas machen funktioniert jetzt nicht wirklich, jetzt, dass man irgendwo wirklich mit Pushen tut. Das funktioniert halt nicht. So, schön. Gut, da hätte man jetzt wieder umladen können, ganz klar halt. Aber naja, man muss ja auch mal ein bisschen sicher gehen. Ich sag mal, wenn man als Sechser im Achtergefecht schon die ganze Arbeit machen muss. So, also man sieht, man kommt durch die Unterwanne vom Tiger, kommt man durch. Oder vom Tiger 2. Seite vom Turm auch. So, jetzt müsst ihr ja gleich mal sehen, dass er sich... Ach, der hat den... Ist das Stockturm noch? Nee. Doch, klar, Stockturm. Und genau, da kann man nämlich vorne durchballern. Der hat nämlich überhaupt keine Panzerung. So, wunderbar. 5 Kills, ne? Im T8er-Gefecht. So muss er sein mit dem Fury. Das Schlimme ist jetzt halt, ne, dass du wirklich als T6er die ganze Arbeit machen musst, weil die echt nichts hinkriegen. So, da hat er ein bisschen Pech gehabt, wenn er den jetzt gekettet hätte. Der hat ja aufs Kettenlaufrad geschossen, hätte er natürlich die Su jetzt richtig schön im Stun halten können, halt, dass sie nicht mehr weggekommen wäre. Halt, ne? Einfach immer schön, wenn die, während die runtersteht, vorne aufs Kettenlaufrad wieder drauf schießen. Macht von unten eigentlich auch Schaden. So, was haben wir da jetzt noch? Wir haben noch die Su 100 und den Rheinmetall Borsig. Der Vorteil wiederum ist, dass nur noch 3 Minuten sind. Die müssen cappen. So, natürlich ist jetzt halt also die Frage, wo der Rheinmetall ist, wo der rumgondelt. So, der Vorteil ist jetzt natürlich, da müsste er mal gucken. Das Problem ist, dass der Rheinmetall halt noch nicht offen ist. Das ist halt ein bisschen blöd. Weil den kommen lassen. So. Ach du Scheiße, der ist ja noch voll. So, Problem ist jetzt, dass der Rheinmetall natürlich weiß, wo er ist. Die Su weiß es natürlich auch, das ist das Problem. So, jetzt guck mal, was er macht. Er lädt auf HE um, so wie das sein muss. Der ist schon wieder verschossen. Na, kriegt er noch raus? Ah, scheiße. Das war ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Ah, das Problem ist die Suche. Ja, genau das. Das ist jetzt natürlich echt richtig ärgerlich, dass die ihn jetzt gewonshottet hat halt. Ne? Sonst hätte er das Ding wirklich weggehämmert. Also... Man muss wirklich sagen, er hätte die Partie gewonnen, gehe ich mal ganz stark von aus. Wenn die ihn jetzt nicht gewonshottet hätte, weil den Rheinmetall hätte er rausgekriegt, gehe ich mal fast von aus. Ja, auf jeden Fall schöne Runde gewesen. So, hat das Ding gemeistert. Ja, 2358 Schaden, wenn ich gucke nochmal nach. Ja, genau. 36 Schüsse abgegeben, 29 Hits davon, 24 Penetrationen. Ja, kann man mit leben. Also wie gesagt, Panzerass gekriegt. Die Oskins-Medaille, die man kriegt, wenn man 3... Vehikel oder 3 andere Panzer mit einem Medium zerstört und die 2 Tiers über einem sind. Ja, gratuliere dazu. Hoffe, hat euch gefallen. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr gleich zur zweiten Runde auch noch dabei seid. Gottes Willen, so rum. Bis gleich. Ciao. So, da geht's mal weiter mit der zweiten Runde von der Gastri Plays. Heute von Özpeder, Clan Wambo im T67, dem T5er Scout der, ne, überhaupt Amis hier. So, gucken wir mal. Wir befinden uns auf Minen. Und sind in Standardgefecht. So, dann gucken wir mal nach. Jetzt hängt es hier gerade. Jetzt geht's los. Jawohl, ja. So, also man sieht 2,7 Sekunden Nachladezeit. Da die Knifte wollen wir mal eben gucken. Also 128 Durchschlagskraft, 115 Schaden. Jo, mal gucken wir mal. Das ist ja, soweit ich weiß, der Nachfolger vom T49. So, wir können mal eben gucken. Ja, schön ist er nicht. Aber, naja gut. Er fährt, hat eine Gun drauf, reicht. So, also man sieht, Geschwindigkeit ist ganz gut. 60 Klamotten den Berg hoch, ab auf den Hill. Jo, 360 Strukturpunkte das Ding. Offener Helm, also man sollte gucken, dass man nicht unbedingt... Oh, die schießen alle daneben, das ist schon mal gut. Dass man nicht unbedingt von der Arti getroffen wird, aber ist bei dem, ja, bei der Pappschüssel sowieso eigentlich egal. Gegner voll durch ihre Panzerung. Gegner
ausgeschaltet. Ziel erfasst. So, so macht man es mit Auto-Aim. Also man sieht mal, das funktioniert. So, jetzt wird auch mal geaimt. So, der Marder 2. Und diese Nachladezeit ist natürlich der Knaller. Die Gun ist relativ genau. So, vom BDR sollte man sich nicht treffen lassen. Das Ding hat eine ziemlich geile Top-Gun drauf. Also die knallt da echt gut drin. So, da gucken wir nochmal. So, jetzt muss er mal sehen, dass er sich von denen nicht treffen lässt. So, der kann erstmal, kann er weiter rumkommen. Genau, einfach nicht vorfahren, sich keine schallern lassen. Genau, einfach abwarten. Die kommen schon, wenn sie was wollen. So, T25. So, der KV-1 checkt gar nicht, dass er hier oben immer noch steht. Ah, so, jetzt muss er mal gucken, was er von dem anderen keinen kriegt. Er ist natürlich hier oben alleine. Das ist halt nicht ganz so einfach. Aber man sieht, ne, Minute rum, nur 2 Minuten rum. 1300 Schaden. So, jetzt muss er wirklich mal gucken. So, der ist auch weg. So, den muss er jetzt wegmachen. So, das war gut. Da hat er Glück gehabt. So, noch 22 Strukturpunkte. Also, da wird die Geschichte relativ eng. Also, man sieht... Er geht da gar nicht in die Zoom-Ansicht rein, obwohl das kann auch sein, dass hier mal wieder... Wir können mal eben gucken. Nö. Das funktioniert auch alles ohne. So, so kann man es auch machen. 2000 Schaden, der Krieger ist schon voll. Boah, da hat er Pille gehabt, ey. Ich komme hier gar nicht hinterher, das gibt's ja gar nicht. Also, nochmal. Bei 8 Kills sind wir mittlerweile, ja. Das ist ja irre. Nee, also man sieht, man braucht da überhaupt nicht großartig zu zoomen. Immer kurz Auto-Aim ran und immer vorfahren halt. Das passt ja alles mit der Höhe ungefähr. Einmal rangeknallt, fertig im Gelände. Abpraller, na das ist ja ganz toll. So, so geht's auch. So, mittlerweile bei 9 Kills. Gibt's noch Panzer? Jo, einen gibt's noch. Na, gucken wir mal, wo der ist. Panzer 1C da hinten. Ja, mittlerweile gut, Funker ist tot. Wir haben ja gelernt bei der Panzerfahrschule, den brauchen wir nicht ersetzen, der kann sowieso nichts. Und, so. KV-1 schreibt Idiot. Warum? Weil er ihm den jetzt weggeschossen hat, damit er 9 Kills hat? Ach, du ahnst es ja nicht. So, Panzer 1C, mal gucken, wo der ist. Also, der müsste irgendwo hier unten noch rumgeistern. Das muss er nur mal sehen, weil der kann ihn auch wirklich echt auseinanderkannispeln hier. So, wir können mal eben gucken. 96 hat er noch, also ist auf jeden Fall High-Noon-Duell. Die Frage ist bloß, wo der hin ist. Ahnt es ja nicht. Oder ist hinten in die Ecke gefahren, wa? Das kann auch sein. K0 irgendwo da hinten, hier irgendwo hinter die Steine. Naja, also man sieht halt, also das funktioniert wirklich gut. Die sind natürlich alle nicht rumgefahren, das war der Vorteil halt, ne? Dann waren sie wieder ein bisschen zögerlich. Ach, da hinten ist der. Waren sie ein bisschen zögerlich. Und ja, also das war schon, wie gesagt, ich kam da überhaupt nicht hinterher eben. Das ging ja nur patsch, patsch, patsch und kaputt und kaputt und kaputt und kaputt. Naja, so kann es dann auch laufen halt, ne? So schnell kann man da mal irgendwie 9 Kills da oben hochhämmern. Ja, den wird er wohl nicht mehr kriegen, wa? Obwohl die anderen scheinen... 10 wäre schon geil, muss man sagen. Wäre auch zu geil gewesen. Naja, gut. Also man sieht, tolle Runde. Herzlichen Glückwunsch dazu, als Peter. Ne? Also wir gehen mal durch. Also wir haben den Scout, ne? Dass er halt die meisten aufgedeckt hat. Dann hat er die Radley Waters Medaille für 8 oder 9 Kills. Dann der Krieger ist logischerweise mit drin, das Großkaliber. Jo, und die Kiste gemeistert. Ne? Also wir sind insgesamt bei 2363 Schaden, bei 28 Schüssen, 24 Mal penetriert. Ja, 41.000 Credits rausgekriegt, das mit dem T5-Panzer, der nicht Premium ist, schon ganz ordentlich halt, ne, und ja, wir können mal gucken. Also, aufgescoutet hat er nur 252 halt, ne, aber er hat die alle einmal hell gemacht und gut, den meisten Kram hat er halt selber weggeräumt, da brauchte er jetzt nicht irgendwie wen anders, der da was kaputt schießt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin dann, ciao.